Servus Leute und willkommen zu wieder einem neuen Video von mir. Und zwar diesmal geht es um ein ganz anderes Thema. Und wie ihr vielleicht schon über die Überschrift gemerkt habt, geht es um das langweiligste Thema eigentlich, was es gibt. Und zwar Gesetze. Ja, ich habe mir mal gedacht, durch mehrere Feedbacks von Kumpels von mir, hey, mach doch mal ein Video über Gesetze mit einem Referat. Noch zusätzlich Publikationen, ein bisschen auch Erklärungen dazu. Da habe ich mir gedacht, ey, als Hobbyjurist, das ist für mich perfekt. Das wäre für mich zum einen eine Herausforderung. Und weil ich so frech bin, dachte ich mir, das wäre auch mal, wo ich dem Jobcenter und ein paar anderen Firmen beweisen kann, dass das ja gar nicht stimmt, dass unsere Hobbyjuristen Idioten sind. Okay? Also, wichtig ist jedoch dafür, und das ist ganz wichtig, wenn ihr mir hier mitfolgen wollt, und dann abonniert meinen Kanal, macht die Glocke und in diese Playlist, ganz wichtig, wenn ihr diese Playlist folgen wollt, da wird wöchentlich jetzt neue Videos geben, da einfach mal vorbeischauen. Aber ganz wichtig, und das ist das Wichtigste, was man machen kann, ist, ihr könnt die App, die nennt sich LX, Gesetze, oder ihr solltet die App LX Gesetze auf eurem Smartphone installieren, denn für mich, ich habe sehr viele Apps ausprobiert, und für mich ist das mein Favorit, okay? Ich finde nicht nur, dass ich die App nutze und dass ich die gut finde. Und ich denke mir, hey, dann ist es sowieso Hardcore-Wahrheit und nicht verlogen, weil dafür kriege ich kein Geld, ne? Ich empfehle jetzt jedem diese App, der dieses Video anschaut, und hey, falls die das mitbekommen, gut, falls nicht, mir ist es egal. Ich sage nur, das ist eine gute App, fertig. Ihr werdet bei mir nicht irgendwo Einblendungen sehen, das ist Werbung und so ein Quatsch. Ich bin ein Polackenschwein, ich bin kein Political Correctness-Typ, weil ich das sowieso für Heuchelei finde, das sage ich euch gleich. Also ich werde euch Sachen empfehlen, die ich sehr gut finde, die ich getestet habe. Ich werde Sachen sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Da werdet ihr bei mir keine dieser Heuchelei, wie in vielen Ländern es mittlerweile gibt, sehen. Okay? Also, wir werden knallhart über 100 Gesetze, es gibt ja in Deutschland über tausende von Gesetzen, verschiedene Gesetzen, von A bis Z, okay? Was wir aber da auf jeden Fall da durchgehen werden in den nächsten Videos, weil das ist nur ein Vorstellungsvideo, wie du vielleicht jetzt vermutest, und denkst, warum labert der Arsch so lange, wo sind die Gesetze? Werden wir einfach erst in den weiteren Videos verschiedene Gesetze einfach durchgehen. Ich werde dir Erklärungen stellen, die kannst du dir dann kostenlos runterladen. Natürlich bin ich natürlich immer froh, wenn es eine Spende dafür gibt, denn normalerweise diese Erklärungen, Literaturnachweise, die ich von mir habe, die ich zusammengewürstelt habe mit auch Kommentaren von Professoren, diese Arbeit, die ich gerne wirklich mache, gibt's, was heißt normalerweise, die gibt es wirklich nie umsonst, okay? Wenn ihr irgendein Buch kauft, ein Gesetzbuch mit Kommentaren, müsst ihr dafür Geld zahlen. Okay? Also ihr werdet kein Buch mit Hinweisen, Kommentaren finden für 0 Euro. Werdet ihr in den meisten Fällen nicht. Außer der eine hat seine Zugangsdaten vergessen. Und hat sich zu veröffentlicht. Ja, ist tatsächlich immer passiert. Eine Kanzlei hat einen Professor eingeladen, der hat gesprochen, der hat seine Zugangsdaten irgendwie vergessen und er hat weltweit fast sein Werk verteilt. Und die Anfrage auf den Professor, ist es eigentlich egal, ihr Buch zu haben, sagt er, was, wie, ich habe mein Buch, ich, oh scheiße, es war nicht in seinem Sinne, ein Buch mit professorische Erklärungen umsonst anzubieten. Also Leute, bei mir ist es wirklich, ihr kriegt es umsonst, und von daher, ja, was soll ich noch sagen, das war es jetzt mal von dem Vorstellungsvideo. Wenn ihr jetzt weitermacht, dann klickt doch einfach auf dieses Abo und auf diesen Link und gleich nicht vergessen, auf meinen Kanal auf die Playlist gehen. Und da habt ihr eine Playlist, die ist hinten eingeblendet. Und momentan ist da jetzt nicht so viel los, aber es sind schon mal die ersten Kategorien in Playlisten. Und ja, mit der Zeit werden die gefüllt. Und wenn ihr euch dann dafür für das eine oder andere interessiert, einfach dann auf diese Playlisten immer gehen. Okay, SGB, BGBA, Strafgesetz, CETU und so weiter. Unerlaubte Wettbewerb, GEMA-Gesetze und so weiter. Dann einfach da draufklicken. Ja, und das war's auch. Bis dann. Ciao.